Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei Zelda Twilight Princess und es geht rasant weiter und du kannst mich mal. Du aber allerdings nicht. Was nehme ich denn noch als Waffe hier mit? Bomben am besten. So, man kann nämlich hier raus aus dem Ganzen. Da kam ich beim ersten Mal überhaupt nicht drauf. Das kann ich euch erzählen. Ich glaube, ich kann mich hier schon fallen lassen. Ja. Was bringt es mir hier? Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber irgendwas Wichtiges war hier auf jeden Fall außerhalb. Sonst könnte man hier ja, denke ich mal, nicht hin. Na gut, eventuell hätte ich auch einfach noch da weitermachen können, wo ich gerade war. Und wäre so weitergekommen. Aber ich bin gerade neugierig. Deswegen machen wir das jetzt. Ach, wir können uns zwar immer noch rollen unter Wasser, aber das bringt relativ wenig. Naja. Hi. No. Au. Da liegt ein Pott. Mit Rubine. Au. Gelbe Rubine. 10 Münzen. Rubine. Wie auch immer. What the fuck? Wie kann ich das falsch sagen, nachdem ich schon mal richtig gesagt habe? Wow. I really don't know. Was ist das für ein Ding? Oh, cool, die haben eine Wasserphysik. Das gefällt mir, aber bringt eh nichts. Ich werde mich mal hier in der Strömung treiben lassen, ein bisschen höher gehen, damit ich hier eventuell auf diese Inseln gehen kann. Ich glaube fast, ich sollte einfach wieder da hochgehen und später dann dahin. Jep. Wäre, glaube ich, am besten. Komm. Come on. Danke. Hi. Du kannst nicht mal. Waren wir hier schon mal? Ja, hier waren wir schon mal. Ach so. Stimmt. Stimmt. Jetzt können wir was anderes machen hier drin. Das gefällt mir. Jetzt gibt es nämlich ein bisschen mehr Wasser. Und das Zelda-Geräusch war, glaube ich, laut genug. Stimmt, jetzt kann ich darüber. Hopp. Na, come on. Dankeschön, dass du da hochgehst. Was bringt's mir das hier jetzt? Hallo? Dann. Und schupp. Haha. Du kriegst mich nicht. Oh, what the fuck. Dich habe ich gar nicht gesehen. Bam. Und umdrehen. Schlüssel öffnen. Tür. Truhe öffnen. Ein Herzteil. Das letzte in diesem Dungeon. An Herzteilen. Jetzt habe ich wieder 5. Eine weitere Gesundheitsleiste. Bam. Und blaue Rubine. Ja, wir haben sie noch nicht gesehen. Deswegen. Passt schon. Bam. Soll nicht so arg schütteln, weil irgendwie spinnt mal wieder ein Mikrofon. Das gefällt mir ganz und gar nicht, dass in letzter Zeit mit diesem USB-Steckplatz mein Mikrofon abgeht. Ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird. Da oben sind auch noch ein paar Dinger, die ich eventuell machen kann. Damit, da ist kein freier Platz für mich. Das heißt, ich muss da wieder ganz hoch. Naja, wir haben jetzt unser Instrument, um da schneller hochzukommen. Schupp. Ah, nice, nice. So ein schönes, nützliches Item, echt. Was bringt es mir da nochmal hinzugehen? Doch, da hätte ich auch einfach hochgehen können. Okay, von mir aus. Aber so rum geht's schneller. Eindeutig. Okay. Wir können jetzt geradeaus rausgehen. Da müssten da noch ein paar Schätze sein auf einer bestimmten Ebene. Sagen wir es mal so. Geradeaus oder nach links? Ich glaube, ich gehe erstmal nach links. Aber es ist ein Stockwerk tiefer. Nicht, dass ich da rausgehen könnte, aber. Ach, wir werden es gleich sehen. Bringt nichts darüber, lang nachzudenken. Einfach durchgehen. Nee. Hier ist nichts mehr. Right? Na gut, okay, wir können hier runter. Doch, da ist was. What the fuck? Okay. Interesting. Hier in einer kleinen Nebenhöhle, wo man auf jeden Fall nicht so reinkäme. Schip ohne Metallstiefel. Weitere 5 Wasserbomben. Jiha! Nicht, dass wir sie brauchen würden, aber jiha!
ein weiterer Schatztruhe. Ich glaube, wir brauchen eh keine Schatztruhen mehr. Naja. Wir sammeln sie natürlich trotzdem brav ein. Was gibt's hier drin? Rubine, richtig. Ah, ich kann nicht tragen. Deswegen wird diese Schatztruhe auf ewig markiert bleiben. Und weil ich sowieso wieder verpassen werde, irgendwann wieder in diesen Tempel reinzugehen. Was? Nein. Sorry, falsche Taste. So. Hoch da bitte. Sup. Okay. Gut, dann haben wir das hier komplett abgeschlossen. Dieser Teil. Und endlich das letzte Herzteil gefunden, das es noch in diesem Tempel gab. Das freut mich. Das freut mich wirklich. So. Dann werde ich mal kurz rechts rumgehen wahrscheinlich. Schätze ich mal. Also wir haben den Master Key schon. Stimmt. Das heißt, wir können schon zum Endboss. Das heißt, das werden wir auch tun, weil eigentlich viel mehr werden wir hier nicht tun können. Deswegen, fuck that. Ich mach den Endboss. Dam, dam. Tut mir leid für dieses Wort. Schupp. Lass mich da durch. Ich möchte endlich gegen den, glaube ich, ziemlich leichten Endboss kämpfen. Zumindest habe ich ein paar Kommentare jetzt gelesen, dass er für euch sehr leicht war. Und ich kann mich eigentlich auch nur noch daran erinnern, dass er recht leicht war. Also wird er wahrscheinlich sehr leicht sein. Bam. Hier ist auf jeden Fall jetzt maximale Flugstand. Das heißt, sobald ich hier raus kann. Ach, egal. Hier, bam. Boing. Boah, das war knapp, aber egal. Hier ins Wasser rein. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Ich möchte nämlich hier rein. Das ist nämlich eine ganz besondere Tür. Da brauchen wir keinen kleinen Schlüssel, sondern einen großen Schlüssel. Danke, dass ihr mich nochmal darauf hingewiesen habt. Das habe ich beinahe vergessen. Nein, nein, nein. Nein, wir haben noch eine Fee. Brauche ich nicht. Naja, ich weiß, ich hätte noch eine Flasche holen können, aber egal. Ab in die Tiefe. Und sehr dunkle Tiefe. Ah ja, stimmt. Oh je, der Boss ist sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel. Deswegen mache ich erstmal hier bisschen Gewicht an meine Füße. Kann man ja unten eigentlich auch die Lampe? Das wäre irgendwie komisch. Wahrscheinlich eher nicht. Nö, natürlich nicht. Okay, Bomben brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Ich glaube sogar bei einer Bombenpfeiler. Da ist schon was. Da erkennt man schon was. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so schlimm mit den Kontrasten und so, dass es nicht zu tief ist. Hi. Das sieht so aus wie der Endboss von Ocarina of Time. Das fand ich immer, dass er mich ziemlich daran erinnert. Aber das wird sich gleich ändern. Dum, dum, dum. Das hat definitiv nichts mehr mit Ocarina of Time zu tun. Und das erst recht nicht mehr. Octapesco, Urzeitfisch. Okay. Ah, damit. What the fuck? Gleich mal gefangen genommen? Au. Nein, mit einer. Oder? Was soll's? Ist das sozusagen? Ich weiß es doch, ja. Ich weiß, wie man den besiegt. Das war jetzt nur gerade sehr unaufmerksam von mir. So. Dann kann man nämlich draufhauen. Und fertig ist. Aber das war es nämlich auch noch nicht wirklich. Jetzt kommen erstmal ein paar Bombenfische raus. Nein, 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 nein. Huch, irgendwas mache ich da noch falsch. So leicht. Ich glaube, ich müsste da wegschwimmen, wenn das kommen würde. Ja, ich glaube, ich muss da wegschwimmen, sobald der hier mit seinen Attacken anfängt. So. Oh Mann, das wird jetzt ein bisschen schwerer zu zielen. Just kidding. Achso, man kann die auch einfach abwehren. Und du auch noch. Ah! Genau, stimmt, so kann man sie einfach abwehren. Das macht die Sache schon ein bisschen humaner. Oh, das ist eine Bombe. Die kann ich gleich wieder zurückwerfen. Ja, komm. Nein, nein. Das hier. Hätte ich gerne.
Sehr nice. Und jetzt beginnt seine zweite Form. Das war nämlich noch lange nicht alles. Noch lange nicht alles. Nice. Fand ich schon immer episch hier auf dem Grund des Zora-Teichs. Oh, so cool. Und auch diese Form ist echt episch. Also die vorige Form war jetzt nicht so episch zu bekämpfen, aber diese Form ist echt episch zu bekämpfen. So rum. Fand ich immer. Und zwar muss ich einfach nur schupp, im richtigen Moment. Und zwar hier. Komm an. Nein. Muss ich erstmal schwimmen? Bin mir nicht mehr sicher. Ach, man kann das Ding auch noch während Schwimmen benutzen. So war das, genau. Komm an. Schlag rein, Link. Bam. Sehr nice. Hab. Das wird man später noch mal, glaube ich, beim Boss machen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Hi. So. Könntest du bitte. Ja, ja, schwimm erstmal, Link. Oh Mann, ich bin gerade total langsam im Schwimmen irgendwie. Oh, da haut es ein paar Pfeiler um, aber okay. So, und wieder raushauen. Ganz easy. Sehr schön. Bam. Nochmal kurz schwimmen. Wo ist jetzt hin? Da. No problem at all. Wie kann ich hier nicht schneller schwimmen? Ich glaube, wenn ich A hämmer, schwimme ich schneller. So, und gleich nochmal. Also ist echt nicht schwer. Also das muss ich schon zugeben. Ja. Das war's, glaube ich, auch schon. Also, echt ein relativer Witz-Endgegner. Aber hey, hey, passt schon. Trotzdem ein epischer Kampf. Und da wird alles Wasser rausgesaugt. Wo auch immer das dann abfließt, weil das würde ja bedeuten, nebendran ist kein Wasser, sondern ein Hohlraum, wo all das Wasser reinpasst. Und da das Ganze ja unter der Erde liegt. Falls ich noch was im Tempel vergessen habe, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, selbst für 100% habe ich jetzt alles im Tempel eigentlich, was man bräuchte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir bekommen auf jeden Fall den letzten Schattenkristall. Oh, okay, nicht seine eigenen. Und jetzt kommt ein ziemlich episches Stück gleich. Also, meine Lieblings-Zelda-Musik könnte ich es eigentlich beinahe schon nennen. Gleich. Oh, eventuell nicht mal mehr in dieser Episode. Okay, dann bin ich nochmal ruhig. Erstmal hier. Plupp, ein Herzcontainer. Wuhu. Zwei Herzcontainer in einer Episode, das ist immer schön. Ansonsten dürfte hier nichts mehr sein, wie immer. Aber ein geiler Raum, echt. Ein richtig cooler Raum hier. Schupp. Wir gehen in den Schatten, nicht wirklich ins Licht. Und lassen uns wegteleportieren. Ja. Nein, nicht speichern. Noch nicht, nicht während der Aufnahme. Ah, jetzt kommen wir erstmal hier hin. Okay. Da beginnt dann eine gute Sequenz.